Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zum Pokémon Emerald Version Randomizer. Das letzte Mal haben wir uns hier vor dem Feld, kurz vor, ich weiß gar nicht, wie die, ich glaube, Metagross City, kurz vor dem Feld von Metagross City wieder gesehen, um zu gucken, welche Pokémon es hier gibt. Dann wollen wir nochmal gucken, ob wir zwei, drei neue Pokémon erhaschen können. Ja, ein Pi. Wir haben ja so ein Glück. Huhu. Watergun. Ja. Nee, ich weiß nicht, ob ich es fangen soll. Ich meine, wir haben gerade viel zu viel. Ich sehe schon gerade, dass wir viel zu viel haben. Joey und Phoebus und... Das ist mir gar nicht aufgefallen in der letzten Folge. Das ist krank. Aber die werde ich nicht alle... Ich werde nur die, ich trainiere, wirklich da rein tun. Die bleiben kurzzeitig ja nur drin, wie schon angesprochen, glaube ich. Nee, ich werde es töten. So. Töten wir es. Beiten wir es zu Tode. Gott hat gesprochen. So, und dann werden wir göttlicher als ein Gött. Das nächste Pokémon wird sein... Eine Stalos... Nein, nochmal eine Rettern. Eine Snackel. Und es hat, glaube ich, den Gift-Typ, glaube ich, nur, oder? Ich glaube, Rettern hatte nur den Gift-Typ. Muss ich noch einmal wieder sagen, Familie, über Rettern. Also über Rettern habe ich echt noch fast nichts gehabt. Ja, wollen wir noch mal gucken, wie es hier abgeht. So, die Trainer hatten auch, glaube ich, komplett gerandomized Pokémon, oder habe ich so gelassen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber, ja, sie sind gerandomized. Auf jeden Fall, ist ja nichts mehr. Oh, das werden wunderschöne Arenen. Und was das für Arenen werden. Die werden so böse. Ich hoffe, ich kriege irgendwie keinen Lugia oder sowas in meiner Arena. Erster Arena-Orden, erstes Pokémon Lugia. Und es ist niemals eine Chance zu gewinnen. Okay, mit welchem Pokémon treten wir in den Doppelkampf an? Der erste Doppelkampf, den es jemals gab. Ich möchte ja schon irgendwie so ein... Es ist zu schwer in der dritten, glaube ich. Ich glaube, hier so ein Garados wäre schon ganz geil. Ich glaube, ich trainiere echt dieses Carpador. Ja, mal gucken, ob ich trainiere oder nicht. Skorgler und Paras. Auch zwei extrem coole Pokémon. Besonders Paras ist toll. Weg Water Gunnen und Splash in Verblood. It's super effective. Los, go level up. Splash, Splash. But nothing happened. Ja, es ist. Das Paras ist kein Gott. Und jeder weiß, Splash ist der Gott-Töter-Skill schlechthin. Also. Los! Gib mir Arceus als Gegner. Was es in der dritten Gen noch gar nicht gab. Es ist. Dieses Carpador wird die Götter töten. Yay! Wir haben besiegt! Wir haben machen tot! Jetzt erstmal schnell zum Pokécenter! Dann würde ich sagen, sortiere ich erstmal aus, welche Pokémon ich trainieren möchte und welche nicht. Ich glaube, Mr. Solid Snake, den möchte ich schon trainieren. Ja, Mr. Solid Snake. Ja, der wird trainiert. Ich glaube schon, dass er trainiert wird. Ja, ich glaube, der wird trainiert. Nein, Schlampe. Ich habe irgendwie das Bedürfnis, sie immer Schlampe zu nennen, weil ich sie eigentlich nicht mag. Weil ich möchte ja, dass wir uns verletzen. Ja, das mag ich nicht. Ich würde dich so gern trainieren. Aber du bist... Irgendwann. Wenn ich genug Pokeriegel habe. So, Fluffeluff kommt auch aus dem Team raus. Das ist ja ein wunderschönes Pokémon. Aber ich glaube, damit können wir so früh noch nichts anfangen. Ich glaube, so die beiden können wir erstmal lassen und mal gucken, was wir auf den nächsten Routen so fangen. Hm,
Item! Blue Shard! Aber wir wollen erstmal die Pokémon hier wissen. Es ist Fluffeluff. Bestimmt bekomme ich dies. Ich muss jetzt gleich erst ernsthaft nachgucken, auf welchen Routen dieses Ding überall auf mich wartet. Und wenn es im ganzen Spiel auf mich wartet, dann werde ich diese Edition irgendwo hochladen unter der Fluffeluff-Edition. Oder ich werde einfach den Starter nochmal in Fluffeluff ändern. Du kannst dann dir aussuchen, ob du mit Fluffeluff, Fluffeluff oder Fluffeluff spielen möchtest. Dratini. So, wo gibt es dich denn überall? Und dich gibt es nur da. Okay, das heißt, wir haben gerade am Anfang extremes Pech. Kann man dich irgendwo fangen? Dich kann man fangen! Mein Gott! Ich bekomme gerade, das ist gerade hart. Irgendwie doch noch irgendwas Cooles schon wieder gesehen. Die könnte man auch ganz cool haben. Ein Quiekel wäre auch was. Boah, Kusillanel. Kann man dich irgendwo fangen? Bestimmt irgendwo in der Lavahöhle oder so. Und ne, im Wasser. Stimmt, das hatten wir ja schon mal. Du bist ja ein Wasser-Pokémon geworden. Aber naja, wir haben hier mehr als ein Fluffeluff, denke ich mal. Also, was gibt's hier noch? Ah, ein Torchic! Oh mein Gott, ein kleines Flamly. Ich glaube, das möchte ich doch ganz gerne erst einmal mitnehmen. Ich hoffe, wir beißen es nicht zu Tode. Das hat auch mal ganz gut geklappt. Ich hoffe, ich habe auch noch Bälle dabei. I hope I got balls. And now I got genug balls. I have balls enough for this Pokémon. Komm, Classic Pokéball muss reichen. Okay, wenn dir der normale Pokéball nicht reicht, darf ich dir denn einen Premium-Ball, einen komplett weißen Ball anbieten? Vielleicht möchtest du ja sowas lieber. Ich glaube, es hasst mich. Ja, ich glaube, es hasst mich hardcore. Okay, dann vielleicht einen blau-roten Ball. Möchtest du einen blau-roten Ball, liebes Flamly? Oh, es überlegt sich... Oh, fast hätten wir es ja gehabt. Ah, du Schlampe. Habe ich irgendwas mit für Paralyse dabei? Hast du irgendwie Giftblick oder sowas? Komm du mal raus. Ich hätte auch so ein Versuch... Es scratcht mich zu Tode. Oh, Crit Hit. Ja, okay, es hat sich ja auch... Nein, es hat nichts. Gut. Das heißt... Kapado hat einen Splash. Glück! Los, Glück! Los, Mr. Solid Snake! Los! Ey, das trollt mich, oder? Scheiß Starter. Bist du eigentlich männlich oder weiblich? Oh, männlich. Gut. Weiblich wäre jetzt echt Glück gehabt. Starter. Ich hasse dich. Du lernst gute Attacken, aber ich hasse dich. Da, Y. Y, press it. Ich bring das... Okay, das war jetzt... Das war die Leertaste. Scheiß GBA-Emulator. Los. Ja? Ja? Immer noch? Super. Endlich. Ja, immer dieses Leertaste. So, du bekommst auch einen wunderschönen Spitznamen. Einfach, du ein Arschloch bist, nenne ich dich jetzt Troll. Das werde ich irgendwann nochmal nicht mehr gut heißen, aber es heißt jetzt einfach Troll. Und dann Fluffeluff. Iglibuff. Ist er wirklich Iglibuff? Iglibuff. Watergun. Go, Baby. Gunnen wir es mit dem Water. Iglipuffen wir es mit dem Water. So, gibt's hier denn noch... Es gibt hier... Das waren jetzt zwei Pokémon erst. Es gibt hier mehr. Man kann hier ja alles mögliche von Eneko, Furmel, Bummel... Also gegen einen Mund hier hätte ich an sich auch nichts. Das Trainieren ist natürlich extrem arschig bei... Aber Mund hier wäre schon geil. Es kann einfach nicht einschlafen. Normale Attacken sind Steps und... Aber als Lethargie muss man das echt... Muss man echt... Nee, ich bin da kein Fan von, sag ich mal ganz ehrlich. Ich fühle mich nicht kompetent genug, dieses Pokémon ordentlich zu benutzen.
Aber es ist schön, dass wir eins gefunden haben. Aber was hat der Trainer denn für Pokémon? Irgendwas Schönes vielleicht, was wir dann im Pokédex nachgucken könnten und dann vielleicht sogar bekommen hier in der Nähe. Youngster, ein Hornliu. An sich ein richtig geiles Pokémon. Ich muss ja auch sagen, ich würde mich unglaublich gerne mal an der Hornliu-Challenge versuchen. Es gibt ja diese First-Gen-Challenges mit Hornliu, wo man das ganze Spiel wirklich einfach nur mit Hornliu durchspielt. Ich weiß aber gar nicht, wie die wirklich ablaufen. Ich glaube, man darf sich Hornlius vorbereiten irgendwie und dann ab bestimmten Bereichen bestimmtes Hornliu nehmen. Ich weiß es nicht. Ich informiere mich mal. Ich habe auf jeden Fall Bock, mal eine zu spielen. Einfach mal eine komplette Liga nur mit Hornliu durchzuzocken, wäre doch auch mal geil. Und Fampi. Fampi ist auch natürlich ein tolles Pokémon. Naja, wir Aqua knarren hier jetzt alles erstmal zu Tode, weil wir ein Gott sind. Also wir sind die Larve eines Gottes. Okay. Jasmine. Okay. Was gibt's hier für Chickas? Los. Irgendein cooles Pokémon. Gib mir was Cooles. Gib mir was Cooles, Baby. Und es ist das, was Fluffiges. Okay, was Fluffiges, aber haben wir schon ein paar Mal gesehen. In der Höhle gibt es ja in der Regel eigentlich nur Furmel, wie ich. Oder Flurmel, oder ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ich habe schon mal Furmel genannt. Mal sehen, was es diesmal da gibt. Natürlich nur der Trainer. Andere auch gerne erwischt. Und der muss sich natürlich nicht im richtigen Moment umdrehen. Was? Willst du mich verarschen? Wo ist das denn her? Natürlich. Setzen wir wenigstens einen Step ein. Beides wäre nicht so sonderlich effektiv. Ja, deine physische Def ist mir gerade so ein bisschen egal. Ich hoffe, das hat keine... Boah, ein Krebutag. Wie kommt so ein Kind an Krebutag ran? Auf jeden Fall benutzt es ziemlich viel Harden. Also, das gefällt mir, weil es nützt ihn einfach gar nichts. Aber wie kommt das Ding an... Okay, es ist ein Randomizer. Wir wollen die Logik außen vor nehmen. Es ist sowieso Pokémon. Wo will man danach... Ja, spätestens jetzt habe ich keinen Bock mehr auf Logik. Spätestens jetzt. Also... Ernsthaft? Also... Hallo? Das ist... Nee, das ist... Ich will auch... Ich will aber sowas von auch. 360 EP, Alter. Oh, 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 oh. Ihr wisst gar nicht, wie ich gerade. Oh, 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 oh. Mir ist gerade alles egal. Wo, Rolls? Wo kriegst man dich? Oh, dich bekommen wir relativ spät. Schade. Vielleicht haben wir irgendwann mal Glück. Du. Hi-do. Wo kriegt man dich? Oh, dich kann man gar nicht so fangen. Wo? Ah, nicht fangen wir an sich. Fuck, schade. Ich hätte es gern gehabt. Jetzt wollen wir noch den Trainer natürlich besiegen. Aber es ist nur das Trainer. Und du hast keine Chance, dich dem zu entrinnen. Außer du hast ein übelst krasses Elektro-Pokémon. Was du natürlich nicht hast. Du hast genau wie ich ein Gesteins-Wasser-Pokémon. Deswegen aquaknarre ich dich jetzt. Ich weiß gar nicht, wie sind seine Special-Death-Werte? Scheinen nicht so hoch zu sein, okay. Okay, und dann muss ich auf jeden Fall dann irgendwann nochmal eine Trainingseinheit einlegen für einen anderen Pokémon. Weil mein Gott kommt jetzt natürlich ziemlich hoch. Aber meine anderen bleiben so ein bisschen auf der Strecke. Vielleicht mache ich das ja auch noch nebenbei. Aber vielleicht auch nur nebenbei. So. Dum 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 dum. Ich hasse dich, ich hasse. Okay, es ist männlich. Ab der vierten Gen wäre es nicht so schlimm, ein männliches Traster zu haben. Da kann immer raus noch ein Galagladi werden. Aber ich finde, wenn, dann muss so ein Ding weiblich sein. Das ist einfach viel schöner. Habe ich da gerade richtig gelesen? Ibitak? Oh ja, Ibitak. Okay, Ibitak ist natürlich. Der Killer schlechthin.
Was viele auch nicht wissen, Ibitak ist einfach für die First Gen jetzt einfach. Wenn ihr am Anfang könnt ihr ja Habitak und Taubsi fangen. Ich würde auf jeden Fall auf den Habitak plädieren, weil es hat einfach den besseren physischen Angriff. Und Flugattacken sind halt in der ersten Gen noch physisch. Er gesagt, es hat generell einen besseren Angriffswert und entwickelt sich viel früher. Also ich bin eher der Fan von einem Habitak schon immer gewesen. Ich fand Habitak immer cooler als Taubos. Habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ich meine, Taubos, ja, ganz cool und so. Mal sehen, was in dieser Höhle drin ist. Aber Ibitak ist echt... Wow. Los, was ist das Pokémon für diese Höhle? Es ist... Zubat! Aber sowas von ja. Alle werden jetzt hassen. Nein, Zubat, bitte nicht. Warum tust du uns das an? Nein, aber ich liebe Zubat. Boah, ich werde dieses Ding niemals rausholen. Ich werde dieses Ding einfach nur mit dem XP-Teiler hochdingsen, sobald es geht. Und ich glaube, ich werde es mir sogar einfach... Ich glaube, das mache ich wirklich. Ich glaube, ich mache mir echt mal einen Bot oder so, der die ganze Zeit nur links und rechts drückt. Und dann lasse ich über eine Nacht einfach die ganze Zeit Zubat auf Platz 1 auf Speed und dann müsste das ja gehen. Dann hat er irgendwann genug Freundschaft. So, meine Pokémon gibt es alle nicht so dolle. Aber es sollte eigentlich reichen für einen Zubat. Ein weibliches, ja. Zubat ist auf jeden Fall geil. Einfach weil es X-Bart wird. X-Bart ist. Boah, X-Bart ist so. Boah. X-Bart ist einfach. Huiuiuiui. Aber jetzt kommt natürlich das Problem. Jetzt erwarten uns hier natürlich nur Zubats. Weil ich habe Area 1-to-1 gerandomized. Das heißt, ein Area-Slot wird ausgetauscht für, mit einem anderen Pokémon. In diesem Fall halt die komplette Flurmel oder. Ja, das Pokémon wurde natürlich jetzt komplett ausgetauscht gegen Zubat in dieser Area und ja, weil hier eigentlich nur das Ding kommt. Und wir natürlich einfach einen Top-Beleber finden, ist natürlich ganz geil, aber ja. Ich glaube, wir müssen hier noch gar nicht rein, oder? Ich glaube, ich habe irgendwas verpasst. Dritte Gen renne ich immer so durch. Vergesse ich und ich spiele eigentlich auch immer mit Geschwindigkeit. Also mit Leertaste, also... Da. Ich habe gerade gesehen, wie schnell das runterfällt. Jeder, der selber einen GB-Emulator hat, weiß einfach, wie schnell es ist. Okay, ist noch nicht hier. Gut, hau ich wieder ab. Komm, welches ist das Seneko-Pokémon auf dieser Route? Du willst zu uns, oder? Du darfst aber nicht. Water Gun. Ich hoffe, wir kriegen hier noch ein paar richtig coole Pokémon. Ich hoffe ja insgeheim, dass wir irgendwie den Metallmantel finden. Oder einen Sichler oder so. Oder gleich einen Scherox. Weil ein Scherox wäre natürlich schon... Boah, wie wäre ein Scherox wäre... Oder ein Ampharos einfach mal rauszuschicken und... zu hoffen, dass dieses Ampharos... Dieses Ampharos wird mich kaputt machen. Ja, oh, das tut weh. Es ist sehr effektiv, ja, weil Gestein und so ist neutral. Und Wasser ist halt ziemlich scheiße gegen Donner. Hat nicht so viel Schaden gemacht, wir sind aber auch... What the fuck? What the... Das zieht da... Und wir tragen keinen Fokusgurt. Oh, das ist gerade... Boah, das war gerade... Der hatte gerade zwei richtig böse Pokémon für uns. So zwei richtig, richtig böse. Hier ist mein Pokémon Center. Ich glaube, man musste hier auch erst die Arena machen, bevor das Event hier getriggert wird, oder? Ich weiß natürlich jetzt überhaupt nicht, welcher Pokémon die Arena-Leiterin hat. Ich werde mal gucken, was in der Arena jetzt so abgeht. Und dann vielleicht dann, ja, bald die, mal jetzt mal die Arena angehen. Ja, das wäre eine gute Idee, die Arena anzugehen. Ich will den Doppelkampf und ich möchte antreten mit meinem Troll. Troll und Gott schaffen das. Troll und Gott sind gut. Ich liebe übrigens diesen Melodiewechsel, einfach dieses
ein ins andere, so richtig. Von wegen, du bist ein Kind, geh zur Seite. Okay. Diese Pokémon hätte ich jetzt nicht erwartet, aber Banette ist auch so ein tolles Pokémon. Natürlich darauf. Ist genauso. ist Jacke wie Hose gerade irgendwie. Super effective. Bekommen wir auf Level 8 oder auf Level 9 die Glut? Ich fühle mich gerade Knock-Off. Ich weiß natürlich jetzt nicht, was da geht. Ja, und ich wusste, dass man Ammonita schneller ist als mein Flammle. Das geht natürlich... Oh, zwei Level up. Das... Nicht auf Level 9? Ne, Minum natürlich. Okay, Minum ist... Minum hat natürlich Statik als Fähigkeit. Das ist natürlich... Das kann uns nicht so gut kommen. Okay, Water Gun und... Ich hätte jetzt eigentlich schon lieber am liebsten die Glut. Kommt wahrscheinlich dann doch erst auf Level 10. Ich meine, Glut ist immer noch eine spezielle Attacke. Macht jetzt vielleicht bei Flamini noch nicht so viel aus. Ob es jetzt speziell oder physisch ist, ich weiß noch nicht mal, ob es in der Edition schon so unterteilt wurde. Aber ist es wenigstens ein Step. Das heißt, 50% mehr Damage. Jetzt, na, oh. Das ist jetzt richtig böse. Gerade, okay, das, so geht's auch. Toll, schon Level 10. Also, haben wir jetzt bisher einen Gesteins-Pokémon dieser Gesteins-Arena gesehen? Also, ich würde sagen, das kommt, den Kampf, den schaffen wir noch und... Dann würde ich sagen, starten wir im nächsten Part dann mit dem Dings durch, mit der Leaderin. Oh! Ich mag ihn gerade. Er hat ein wunderschönes Pokémon rausgeschickt. Ja, und jedes wunderschöne, starke Pokémon am Anfang einfach nur Kacke. Haha. Mein Lord hat eine harte Schale. Wir wollen ja nicht erwachsen werden. So. Jo Leute, dann würde ich sagen, beende ich hier den Part. Ich habe wieder voll Spaß gemacht hier bei Pokémon. Das nächste Mal geht's weiter mit dem Leader der Pokémon Arena Nummer 1. Baba.